Moin moin liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dysons für Program. Ich bin der Chucky, danke, dass ihr mich auf dieser schönen Reise begleitet, denn es liegt viel an. Beim letzten Mal, wir haben ja sehr viel große Projekte vorgenommen, ihr seht es hier schon, ne? Einfach der komplette, so ein bisschen leiser, der komplette krasse Kram, also Wahnsinn, ne? Und wir haben beim letzten Mal tatsächlich Schwefel vom Schwefelplaneten her geholt, sodass wir Titanium Alloy hier haben. So, und das hier ist quasi, ja, der Shit, so, ne? Im Endeffekt bauen wir hier Dysons 4 Small Rockets. Und, ja, wir brauchen eine Menge. Wir brauchen einfach eine Menge. Wir fangen im Prinzip nochmal jetzt von vorne an. Wir brauchen Titanium Alloy. Das kriegen wir hier nicht. So, hier brauchen wir es, und zwar richtig viel. Und dazu brauchen wir halt Stahl, Titan und so weiter. Wenn ich jetzt mal hier reinschaue, in diese Dinger, und vor allem in die Blueprints, dann müssen wir halt wieder so ein bisschen in diesen Blueprints was machen. Frame Material 18 die Sekunde, da gucken wir mal hier rein, nutzen hier wieder unseren kleinen Calculator, um das so ein bisschen nachzuvollziehen. Frame Materials, so 18 Items per Second. So, natürlich hier wieder entspannt. Listen. Das musst du halt einmal immer einstellen. Ne? Maximum, was wir haben, ist das. Das ist leider auch das Maximum. Und das Chemical Fuel ist immer das Beste. Hydrogen Mining Speed ist 150%. Okay. So, was wir hier benötigen, ist sehr, sehr viel. 0,3. Nee, 18 haben wir gesagt. Wir brauchen 54 von den. Boah. 54 so generell. Von denen 72, das ist okay. Von denen 108. Da müssen wir mal gucken, ob das tatsächlich irgendwann nicht ein Problem wird. Aber wir gucken uns das dann in Ruhe an. Silizium brauchen wir auch. Wo brauchen wir denn Silizium? Brauchen wir hier Silizium für die Dinger? Oh, shit. Okay, aber eins nach dem anderen. Wir bauen jetzt erstmal Schmelzen auf. Na, hier oben können wir ruhig nochmal ein bisschen ran. Wir brauchen sehr viele Schmelzen. Vor allem irgendwie, was hatte ich gesehen, 54, ne? So, aber dazu werden wir nochmal kurz mal ein bisschen mehr Foundations holen, damit das hier alles schön in Ruhe läuft. Wir haben da echt was angefangen, vor allem auch hier Prozessoren und was nicht alles, brauchen wir halt auch ewig für. Aber erstmal zum Mall. Wie sieht es hier so aus? Ah, läuft alles. Na, wenigstens läuft unsere gesamte Forschung und so weiter. Und Strom. Powerload auf 92%. Okay. So. Wo ist die Mall? Warte mal, das ist das. Mall müsste bald hier kommen, ne? Na, hier funktioniert auch nichts. Hier, was ist hier das Problem? Öl ist das Problem. Tatsache. Gibt es kein Öl mehr. Oh, wow. Nicht mehr wirklich, ne? Was ist denn hier eigentlich los? Wieso funktioniert das nicht? 0,557. Hier ist aber 50 Öl drin. Warte mal kurz. Na bitte. Das funktioniert so wieder ein bisschen besser. Ja, wir haben natürlich auch einen krassen Ölverbrauch. Boah, hier, die ganze Schmelze. Oh mein Gott. Okay, aber nicht ablenken lassen. Wir wollten zur Mall und uns ein bisschen gönnen. Das gönnen wir hier. Was haben wir denn da hinten? Haben wir da Öl? Nee. Da war das. Hier war Öl. Das kann da rein, kann da rein. Das kann weg und zerstören. Okay. Jetzt haben wir auch mal wieder ein bisschen davon. So, und dann haben wir hier die Mall. Wie viel Schmelze haben wir? Sehr viele, okay. Na denn? Das sieht soweit ganz gut aus. Haben eigentlich auch Smelting Blueprints. Titan Smelting 30 die Sekunde.
30 ist halt das Maximum auf dem Band, ne? Aber ich kann das vielleicht sogar ein bisschen abändern. Haben wir irgendwie Smeltings? Vielleicht können wir das so ein bisschen abändern. Dann werden wir mal kurz, wir droppen mal kurz einen Smelter. Und wenn wir da jetzt sagen, hier so ein Titan Smelter, ne, der braucht alle zwei, genau, also zwei pro Sekunde und macht einen. Wir gehen halt davon aus, dass man immer einen pro Sekunde benötigt. Und das ist ja gut. Also 30 Titan. Und wir wollen jetzt hier Eisen schmelzen. Hier haben wir natürlich schon so ein bisschen Schmelzerino. Okay, gut. Und wieder geht's. Machen wir hier mal alles ein bisschen weg. Und das müsste irgendwie mal so bleiben. Also, dass man in so einer Linie einfach arbeiten kann. Okay, dann droppen wir hier mal kurz Titan Smelting als Blueprint. Oh, dann schauen wir mal. Oh, das ist ganz schön groß. Wenn das Ding steht, dann machen wir das mal clear und reset. So, das heißt, wenn wir jetzt das nämlich auf Eisen packen, das ist hier nämlich der Punkt, ne? Wir brauchen 54 Eisen die Minute. Baue ich einfach zwei von diesen Dingern. Alles gut. Okay. Okay, dann machen wir das mal so. Das weg. Eisen. So, dann ziehen wir das halt nach da. Ja, ich meine, geht, ne? Kann man schnell für sich kurz für seine Zwecke ein wenig hijacken. So, und schon haben wir Eisensmelting. Wie sieht das hier aus? Ne? Er macht einen pro Sekunde, das heißt 30 gehen rein und 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, ne? 30 gehen rein und 30 gehen raus. Also ganz easy. Ne? Zack und zack. So hätten wir halt diese 30. Iron Veins. Achso. Ja, okay. Oh, und da müsste man natürlich ihm hier sagen. Perfekt. Und jetzt kann ich das jetzt hier einfach mal Steuerung C, ne? Ihr kennt das. So nehmen und einfach use now. Und dann kann ich das hier immer noch mal droppen. Keinem wehtut. Keine Ahnung hier. So, und dann haben wir quasi 60 Eisen und dann brauchen wir 54 Steel Smelter. Und Titanium brauchen wir auch noch, alter Schwede. Na gut. Mal gucken. Ja, 54 Steel. Oh, ich glaube, ich hatte die Dinger vergessen, wa? Hier könnte man vielleicht noch mal so ein kleines...
Eisen sieht jetzt nicht so gut aus. Heftig, was ist denn los mit Eisen? Im Rescher-System? Interesting. Remote Demand? Ah, interessant. Da müssen wir dann wahrscheinlich nochmal ran. Da muss ich echt gucken, wie wir das machen mit dem Eisen. Ich meine, hier funktioniert es mehr oder minder. So, und dann haben wir hier, wenn ich das jetzt auf... Das ist natürlich nicht... Hier haben wir ein bisschen. Ja. So, wenn ich das jetzt auf Stahl ummünze. Da hinten, okay. Finde ich ganz gut, dass man das alles so sieht, ne? So, und dann sagen wir hier. Dann sagen wir hier, weg damit und mach mal Stahl draus. Und Stahl braucht halt 3, also auch wieder pro Sekunde. Okay. Das passt halt auch ganz gut. Okay, Stahl haben wir. Und jetzt brauchen wir halt noch. Achso, Stahl brauchen wir auch 2. Dann nehme ich einmal hier das alles mal so. Mop. Dahin, use now. Dann kann ich das hier gleich drunter packen. Too close. Kann ich das einfach mal so drehen. So, Stahl haben wir damit auch 60. So, jetzt Stahl am Start. Jetzt brauchen wir Titan Alloy, auch nochmal 54 von diesen Dingern. Da haben wir ein kleines Problem. Das müssen wir, glaube ich, selber bauen. Mal kurz ein bisschen. Weil die Dinger brauchen tatsächlich mehr Zutaten. Ich guck mal gleich nochmal welche. Titanium, Steel und Dings. 3 Stück. Und wenn ich davon wie viel brauche? 54, dann brauche ich natürlich auch wieder ein Setup, wo wir 30. Wobei, das müssen wir mal ganz kurz, siehst du, das können wir mal ganz kurz konzipieren. So, das Ding braucht. Haben wir, oder haben wir tatsächlich einen Blueprint für Titanium Alloy? Nö. Okay. Das Ding braucht alle 12 Sekunden 4 von jedem. Ne? Also erstmal durch 4, alle 3 Sekunden. Auch das Ding. Ein Titanium, ein Stahl und 2 von Dingen. Alle 3 Sekunden. Bedeutet. Hier 54 von diesen Dingern machen 18. Ja, das ist ja im Prinzip das gleiche wie Stahl.
Ich würde halt einfach auch wieder 30 machen. Irgendwie 15, 2 rein, das sollte eigentlich passen, ne? Nur. Die Minute. Ja. Passt irgendwie. Okay. Und dann hier Stahl. Mhm. Gut. Oh! Die sind ein bisschen schneller. Das finde ich sehr gut. Hier nochmal ein bisschen geforscht. Vane und okay. Das Ding ist, die brauchen halt 3 Inputs. Ergo brauchen wir auch 3 Fließbänder. Die können wir, die müssen leider von außen lang gehen. Weil wir sonst keinen Platz in der Mitte haben. 1, 2, 3. Dann 1, 2, 3 voll Platz. Und das quasi dahin. Und Production. Perfekt. Und auch easy. Von den Dingern. Ja, ganz klar, rein, rein, rein und rein. Das bitte macht Titanium Alloy. Dann zumindest haben wir das dann auch in einem großen Stil hier fertig. So, hier bitte auf Titanium Alloy und du haust natürlich nicht da raus, aber gönnst dir hier, hier und hier. Und das wird alles nicht funktionieren, weil wir Dingenskirchen benötigen. Mit Dingenskirchen meine ich sortiere. Also ab zum Mall. Ich sehe das hier immer, ey, irgendwie gefühlt alles zusammenbrechen dann hier. Da wollten wir auch nochmal was ändern später. Aber okay, wie sieht es hier aus mit den Sortierern? Okay. Ja, damit. Generell, wie sieht es aus mit so Inputs, dies, das, Ananas? Das sieht gut aus, sieht gut aus. Wir brauchen ein wenig von dem. Die Prozessoren, die kann ich mal so da reinhauen. Gut. Ich habe hier so viel Stuff so. Plane filtern, das nicht alles. Okay. Einfach so ein bisschen aufräumen. Antimatter läuft überhaupt nicht gut. Da will ich nochmal ganz kurz einmal einen Abstecher machen. Hatte ich das nicht hier alles mal weggebracht? Nee, hatte ich nicht wahrscheinlich. Oh. Whatever. Okay. Und ich denke, wir lassen es dann erstmal laufen und dann fixen wir im Nachgang alles, was irgendwie nicht läuft. Richtig schön dumm. Aber okay. So ist es manchmal. Wo haben wir das hier gebaut? Unsere kleine Schmelzarmee. Hier ist eklig. Aber Frame Materials. Zumindest kriegen wir das ganze Carbon. Ah ne, doch, Frame Materials, genau. Das haben wir, das als fehlt nur noch das Titanium Alloy. Und da werden wir sicherlich auch in Titanium Engpässe laufen und auch vor allem in Eisen Engpässe. Das heißt, da müssen wir natürlich wieder am Source ran. Hier werden zum Beispiel die Teile gebaut, ne? Und zwar
Sehr viele. Aber was ist? Jetzt habe ich hier Locus und Ply, das ist alles da. Kasimir-Kristalle werden gebaut, okay. Ich wollte noch mal gucken nach Antimatter. Das funktioniert ja hier gar nicht so, ne? Gar nicht. Und dann wird Antimatter gemacht. Und hier haben wir halt so ein bisschen davon so. Okay. Aber es zieht halt auch komplett weg. Naja, hier ist das alles Iron Veins. Das Ding ist leer, aber ja, dann weg. 1120, ganz einsam. Hier die blauen Dinger. Das kann man irgendwann auch nochmal abreißen. Machen wir aber nicht. So, jetzt geht's mal weiter in Richtung unseren Dingern hier. Wo habe ich das alles hingestellt, ey? Das ist hier so viel Stuff, ne? Das waren die Sachen, wo ich dann angefangen habe für... die Prozessoren. Oh shit. Na gut, mit Öl. Ah ja, hier waren wir. Okay. Gut, das ziehen wir mal durch. Und dann machen wir hier ruhig mal so ein dickes Ding hin. So close. Nehmen wir mal das hier. Zack. Use now, kommt das Ding mal hier hin. Kann ich nämlich einmal mit zwei einmal hier so rüber ziehen. Wenn ich das gemacht habe, kann ich nämlich hier so ein Ding hinstellen. Da kann ich hier nämlich sagen, Dudes, wir brauchen das, wir brauchen das und wir brauchen das. Wovon brauchen wir am meisten? Das ist jetzt mal Stahl. Nee, eigentlich das. Das. Und hier kommt Titanium hin. Das wird uns richtig in die Titanium-Reserven reingehen. Hier kommen wie immer die Dinger hin für 100. Und natürlich zack, zack, und hier das gleich. Perfekt, und dann kommt hier eine Menge Titanium. Und damit hätten wir 30. So, jetzt brauchen wir natürlich noch ein bisschen Strom. Dann kann ich das einfach copy-pasten so. Was echt ganz cool ist. Und dann hätte ich das Doppelte. Too close to the EM Rail Projector. Muss ich das ja einmal so machen. Remote Demand. Guck es dir an. Da geht jetzt einiges. Und dann einfach nochmal. Genau wie wir sind.
Können wir es einfach mal so drehen. Ja, könnte man. Und das auch einfach nochmal hier oben hinbauen. So. Und dann hier einfach Klick. Genau. Das ist mein Leben. Nein, nein, nein. Warum? So, nochmal. Das X, ganz wichtig, dass das wegkommt. Und hier hin. So, jetzt aber. Achso, ich kann es ja nicht einfach in Ruhe lassen. Ich muss ja da bleiben, damit es baut. Okay. Boop. Boop. Und gleich, wenn die 100 Dinger da drin haben, könnte man, genau, fahren die los und holen da entsprechend. Schauen wir mal kurz hier. Hier wird aber richtig Titanium-Alloy gemacht. Mit 64%. Jo, super gut. Ja, wahrscheinlich werden sich die Dinger hier langsam aufladen. Ja. Wieder zu viel von den Dingern gebaut. Okay, dann schauen wir mal ganz kurz in unsere große Wir-bauen-alles-Fabrik, warum ich das angefangen habe, aber gut. You reap what you sow, also muss ich hier mal... Und das funktioniert. Da kommt das rein. Die Dinger funktionieren. Funktionieren die Dinger? Nein, wir brauchen also Prozessoren, ist noch das nächste Ding, das wir uns, worum wir uns kümmern müssen. Das hier läuft gut. Das haben wir gebaut. Hier, ja, damit es hier auf jeden Fall irgendein Problem geben. Und irgendwann hier. Ja, und das sind die Dinger, die wir hier haben. Hier ist alles voll. Also, Freunde, Prozessoren ist der nächste Shit. Und ja, da haben wir ja schon mal angefangen. Bauen. Dann schauen wir mal ganz kurz. Eisenerz 10,1K im Rescher System. Ansonsten hier in diesem ganzen Dube-Feder. Ne, wir haben eigentlich nur im Rescher-System, ne? Entire Star Cluster. Ja. Bedeutet, wir haben ein Problem mit Eisen. Heftiges Problem mit Eisen. Aber gut, wir bauen jetzt erstmal weiter tatsächlich Prozessoren auf. Eine Prozessorfabrik, aber die könnte man tatsächlich auch woanders mal aufbauen. Hier wird geforscht. Aber die Power ist halt einfach komplett in der Fritten. Oh, jetzt haben wir hier aber...
trotzdem vier ballern. Uiuiuiui, okay. So, die Frage ist, wo bauen wir die Prozessoren auf? Wir brauchen so viel. Das ist überhaupt nicht mehr schön. Für Quantum Computer, ne? Wie viel machen wir denn da? Nehmen wir 12 Quantum Chips. Wir gucken einfach mal auf 12 Small Carrier Rockets, ne? 12. Select a step to calculate by. Achso. 12 Items auf. Den. So. Jetzt gucken wir bei dem. Wir brauchen 240. Wir brauchen 120 Prozessoren. Wo gehen die überall hin? Einmal in die Dinger und einmal in die Quantum Chips. Es ist so. Also, wird glaube ich. Ja. Wir haben aber trotzdem schon mal angefangen hier irgendwo, ne? Und das weiß ich, weil ich es vorher noch gesehen habe. Diese Riesenanlage. So langsam, ne? Hier, die Dinger kommen. Quantum Chips kommen leider nicht. Quantum Chips. Prozessorproblem. Hier oben haben wir genug, ne? Von diesem Titaniumglas. Was dann tatsächlich Titaniumglas. Braucht man das für die Quantum Chips? Ne, die brauchen wir für die Plane Filter, die wir hier hinten bauen. Na, dann schauen wir mal, wo das ist. Bin noch rumgedallert. Irgendwo. Ich gehe mal auf den Planeten. Irgendwo haben wir das. Auch wirklich große Anlagen, ne? Hier. Hier haben wir sehr viel Glas. Und hier haben wir diese Dinger. Die. Boah, ey. Brauchen wir von dem? Wie viel haben wir? Jo, achso, das habe ich doch immer in 15ern gemacht, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 11, 12, 13, 14, 15 und dann. Mal 5, also 20, 40, 60, 80 und tatsächlich 80. Wahnsinn. Tatsächlich 80. Jo, okay, wenn wir die haben, tipptopp, dann brauchen wir danach nur noch die Dinger hier. Nur 320. Das vom anderen Planeten. Da wo halt Silizium und so ein Kram ist, ne? Kurz mal so. Also wir haben hier Rescher 4, Ashen Gelizol. Was haben wir da? Rescher 4, wir haben sehr viel Silizium, sehr viel Eisen. Kupfer geht so. Wie sieht's aus mit Rescher 1? Silizium gar nicht, eine Menge Titanium, aber super viel von diesem von Iron Ore und Copper Ore. Ich könnte da Silizium weiter abbauen und dann das dahin bringen und auf Rescher 1 bauen. Ich glaube, ich mache das mal. Und ich werde das Ding hier wegnehmen. Das bringt alles nichts. Obwohl es läuft. Local Demand. Local Demand. Schwierig.
Na gut, machen wir das auf dem anderen. Mal dann links hier. Wir brauchen dazu noch mal ein bisschen mehr von den Schiffen. Ich meine, ist ja gar nicht so schlimm. Einfach mal machen. Nicht immer labern, jetzt einfach mal hinfliegen. Den Kram einfach mal hinstellen. Es ist immer... Ich neige auch immer dazu, dann vor dieser Aufgabe. Ist das, muss das und so. Ja, muss. Also. Haben wir hier genug? Ja, da haben wir auch noch genug. Von dem ganzen Kram haben wir genug. Genug haben wir. Vielleicht von denen vielleicht nochmal 30 mitnehmen. Okay. Mini Fusion haben wir auch ohne Ende. Von den Dingern haben wir ohne Ende. Von den Schmelzern haben wir ohne Ende. Das ist alles okay. Ich würde aber gerne trotzdem nochmal hier so ein bisschen Stuff loswerden. Irgendwie. Ja, hier so, ne? Hunderte von diesen. Ich habe keinen Bock, das im Inventar zu haben. Auch wenn es hier Quantenchips sind und whatnot. Es gehört einfach hier nicht hin. Sorry, klick. Quantenchips von mir aus, ne? So, und jetzt kann ich halt nochmal so ein bisschen mehr mitnehmen. Also, wo sind die Flieger? Von denen habe ich genug. Wo sind die anderen Flieger? Zack. Perfekt. 9 Planetary und der Rest ist fein. Matrix Labs, brauche ich die? Nein. So, Windturbinen. Ich könnte vielleicht nochmal mal gucken. Es gibt sogar einen Blueprint, der macht dir diesen gesamten planetaren Gürtel. Voll. Also, First Step. Oh, guck mal, Rasher 1 ist halt direkt hier. Da können wir direkt mal hinfliegen. Ja, good times. Ah. Was hat er denn hier? So, hier noch Titan und whatnot, ne? Also hier werden wir erstmal... Oh. Ja, das hier ist alles weg, ne? Das kann auch mal... Kann weg. Lassen wir sie mal kurz machen. Powerload 26%. Okay. Gut. Das hier ist Kupfer. Kupfer haben wir sehr viel hier. Sehe ich gerade. Sehr viel freie Fläche und so generell. Oh, was ist denn hier unten? Ah, hier haben wir irgendwie. Ah, hier ist nicht gut. Sieht gut, war da draus. Aufballern ist immer gut. Okay. Dann bauen wir jetzt mal hier ein bisschen. Okay. Warum ich das gemacht habe, kann ich euch jetzt gerade nicht sagen. Aber hier ist ja so. Ist sehr viel Kupfer und Silizium. Wir haben kein Silizium mehr. Achso, das ist alles leer, ne? Stimmt, auf diesem Planeten haben wir null Silizium. Das heißt, das kann alles weg. Ist ja so. So. Entschuldigt. Silizium, Local Demand, Remote Supply. Das
Weiterhin okay. Kann man hier einmal kurz. Kann ich auch nochmal Local Supply? Nee. Mehr ist hier nicht drin. Was ist hier? Okay, hier gibt es nicht wirklich. Hier ist voll, da nicht, ne? Da haben wir so ein kleines Problem. Und was wir hier, muss ich gerade mal machen. Machen ist das. Und am Ende des Tages sind das ja hier irgendwie 15, ne? Das hier ist niemals voll. Und schon wird alles schön verteilt. Tippitoppi. Titanium ist echt hier voll? Nee, Local Demand. Können wir doch noch mal ein bisschen, da geht's doch noch besser. Guck es dir an. Wir schieben da richtig rein. Das wird halt immer leerer. Aber ist okay. Die 10.000, die wir da im Speicher haben, ist gut. Okay, dann geht es jetzt hier mal weiter. Hier haben wir sehr viel Iron, Iron, Iron. Und wenn ich jetzt hier mal reingucke, was wir benötigen, wie viel? 120 120 brauchen wir von denen 72 dahin 48. Das heißt, wir brauchen 120 Prozessoren. Das können wir jetzt einfach mal umswitchen auf die 120 und klick uns das so zusammen. Und dann haben wir jetzt hier. Oh, 1560 Schmelzer. Okay. Wir bauen das hier alles. So, was sagt der Planet? Hier Nord, da Süden. Alles klar, hier ist eine schöne Strecke. Obwohl, ich will das eigentlich auch nicht da bauen, weil das hier komplett immer zur Sonne gerichtet ist. Ne? Das Ding bewegt sich halt nicht. Seht ihr ja, ne? Immer gleich. Natürlich auch dazu führt. Und so viel haben wir da gar nicht, ne? Hm.
Gut, und dann werden wir das Dark Side machen. Wie viel brauchen wir denn überhaupt an 480 die Sekunde? Von denen. Das ist schon krass, allein schon Silizium, ne? Ich meine, hätte ich ein bisschen bessere Smelter, ne? Hätte ich die Plain Smelter, dann wären es echt weniger. Nur 780, aber trotzdem übel. Vier Bells, 120, genau. 32 Bells voll mit Silizium braucht er dafür. Schon und die Plane Smelter, naja, eigentlich gefühlt, wir werden es halt jetzt mal so bauen. Wir brauchen noch nicht mal so viel irgendwie Kupfer und Eisen, es ist nur das Silizium. Ne? Na gut, ich fliege noch mal kurz zu meinem Planeten da hinten. Immer noch mal ein bisschen Foundations und so. Heftig, heftig. Na, hier sind wir wieder auf entspannt unterwegs. Sehr gut, alles läuft. Hier läuft gar nichts. Okay, weil hier alles voll ist. What is the problem, my friends? Kasimikristalle. I cannot believe it. Titan ist das Problem. Und da fehlt das. Und da fehlt Plastik. Und bei Plastik fehlt natürlich Refined Oil. Great. Ah ja, es ist ja geil, wie du es machst. Irgendwo hast du hier immer ein Problem mit dem Refined Oil. Okay, wir wollten ja nur ein bisschen links holen. Steht alles, weil, I don't know, aber steht. Oh, es wird aber hier schon, es wird schon geforscht, das kann man nichts sagen. Okay, aber wenn wir, ich meine, wir haben hier die 80, wieso soll ich das jetzt neu bauen? Was ich jetzt mache, ist Silizium und dann, genau, brauchen Kupfer. Eigentlich nur Kupfer und Silizium für die Dinger. Ja, Kupfer und Silizium machen die. Das ist einfach so viel, ne? Das ist das Problem. Aber ich denke, ich werde da halt sehr modular arbeiten. Auch wenn das halt über 1000 von diesen Dingern sind. Das kann man ja alles zum Glück mit Blueprints so ein bisschen vereinfachen, nicht wahr? Wenn du mir jetzt bitte mal wieder meine Mall zeigen würdest, da wäre ich halt auch super dankbar. Planetennavigation. Auf jeden Fall. Aber das läuft hier alles irgendwie ohne Probleme. Krass, ne? Schön, schön, schön. Freue ich mich immer, ne? Wenn so ein neues Setup gut läuft. Hier ist grün. Ah, jetzt hier ist Maul. Perfekt. Ich guck mal kurz rein. Ich glaube, ich werde hier vielleicht noch mal ein paar von den Dingern mitnehmen. Dann habe ich sie schon mal ready.
Wie viel brauche ich? 1560. 360 davon, 960 Schmelzer. Sind das die Ark? Ne, das, ja, das sind die Ark-Schmelzer. 960, was? Hier mal so ein bisschen aufdrehen. Zweihundert, dreihundert, vierhundert, fünfhundert, sechshundert, siebenhundert haben wir. Dann müssen wir hier mal ein bisschen bauen lassen. Komplett crazy. Tatsächlich noch mal ein paar, aber nehmen wir noch mal mit. Wahrscheinlich brauchen wir auch noch sehr viele von denen, aber die stecken ja gut 200. Wieder das Turbinenproblem. Sieht's mit den Wasserpumpen aus? Ganz, ganz schlecht. Wieso denn eigentlich hier noch Turbinen so? Jetzt pumpen die hier mal ordentlich weiter, sehr schön. Hier wieder an Kleinigkeiten auf. Also, weiter geht's. Wir brauchen noch ein wenig Foundations. Hier kommt kein Stahl an. Doch, kommt. Gut. Dann erstmal zum Siliziumplaneten. Die 80 davon habe ich. Okay, dann erstmal zum Siliziumplaneten und einfach abbauen. Der Siliziumplanet ist Rescher 4. Er hat 9 Millionen. Das sollte eigentlich gehen. Das Ding ist, die Planeten hier in der Milchstraße sind sozusagen immer ein bisschen. Die haben halt nicht so viele Ressourcen. Und los geht's. Wenn man mal so guckt. Hier, was ist denn los? Hier im Silizium, ne? Es wird ja genug gemacht, es wird sogar genug geschmolzen. Na, dann fangen wir mal an, hier so eine kleine Story zu bauen. Ne? Also theoretisch, wir fangen mal an und bauen 320 von den Dingern. 15er rein. Die brauchen halt nur zwei im Zugriff, das heißt, wir können gegenüber bauen. Ergo. Das ist so ein schöner Platz hier. Also, das ist eine 15er Reihe. Und davon brauchen wir 320. 320 durch 15 sind 8 Belts. Ja, weiß ich nicht. 320, 15, immer 30. Also mindestens 10 von den Dingern. Wir machen das mal. Wir machen das in 30ern. Hier kommt die 1 und hier die 2. Kommen hier wieder welche. Und schon damit 30. Kommt hier so ein kleines so ein Ding hin. Hier die 1 und hier die 2. Beides wird natürlich hier zusammengeführt. Mal dahin.
Weißt du, diese, ne? Und das ist halt das Ding, was du hier eh machst. Immer schön modular bauen. So, wollen wir das? Nein, nein, nein. So, first step. Die Dinger hier. Wir wollen hier rausbringen. Und wir wollen hier rein und hier rein. Wollen wir gegenüber da rein und da rein. Dann müssen wir mal gleich mal gucken, ob das auch hinhaut. Ja, 2 pro Sekunde, ne? 15, 30 sind's, gegenüber passt's. Okay, und hier das gleiche. So, jetzt mache ich das hier mal nach da. Und dann kann man hier einfach mal diese Dinger hinstellen. Da angefangen und dann immer alle 2. Und schon haben wir hier eine ganz gute Geschichte und dann am besten eine noch hier. Das ist es. Wie viel machen die? Ich meine, wir machen 30, ne? 30 alle 2 Sekunden, also machen wir 15 pro Sekunde hier. Und wir brauchen ja 240 pro Sekunde. 240 durch 15, kurz mal reinkalken. 16 mal das Ding. Okay. Das können wir auch nochmal machen. Da passt auch ein Dreier in dem Fall, weil wir einfach nur hier Silizium und Kupfer brauchen. 50 von denen rein. Das wird demanded, das wird demanded und das wird implied. Perfekt. So, jetzt nehmen wir das Ding. Wir saven es und nennen es irgendwie. Pro Sekunde Micro Crystalline Thumbnail Text 15 Micro die Dinger hier, wenn ich sie noch mal finde, da. 405 Facilities ist okay und oh ja, whatever. Jedenfalls kann man den einfach mal. Das ist okay. Double click the use. So, jetzt kann ich hier, ne, einfach immer mal drehen. Und dann droppen wir. Die Dinger. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Wie viel haben wir gesagt, brauchen wir? Und 240 durch 15, 16. Also noch 7. 1, 2, 3, 4, 5. Krass, ne? 6. Ja, hier geht's nicht. 6. Und 7. Übel, ne? Und jetzt guckt euch das mal an, was jetzt hier passiert. Ich meine, es geht, es ging nur sehr schnell, ne? Einmal gebaut, einfach zigmal gepostet.
war das denn im Prinzip nur noch? Mikrokristalline Komponenten, komplette Endboss. Machen wir hier mal die Sachen. Wir gehen hier einfach mal so lang. Das geht dann auch ein bisschen schneller. Dass das auch an Strom frisst, Leute. Unglaublich. Oder? Wir lassen hier mal alles bauen, was so geht. Ich bin ja froh, erinnert euch noch, als wir am Anfang da so waren, wie das so los war, wie das so ging mit dem Bauen, so mal gar nicht. Aber wir haben jetzt hier eine Menge gebaut. Oh, das würde ich auf jeden Fall in dieser Folge nochmal fertig machen. Es war jetzt schon eine Stunde, aber wir fliegen kurz zurück, holen uns nochmal ein bisschen Stuff. Gucken uns mal an, was wir hier benötigen. Eigentlich haben wir den Speed immer am Upgraden gehabt. Super gut. Gerade bei diesen großen Bauten, ne? Ist schon wild hier. Local Storage? Wer macht denn hier Local Storage draus? Hallo? Okay, gut. Das haben wir. Jetzt geht's nochmal runter Richtung... Also wir brauchen auf jeden Fall... Ja, wir brauchen im Prinzip alles. Alles klar, wo ist denn mein Planet? Ich meine, das ist eigentlich ganz cool, dass das hier alles so im... Da ist Rasche 1. Im... in einem... Solarsystem ist. Hammer, ne? Also, ich bin so ein bisschen beeindruckt auch von diesem, dass das alles tatsächlich so gelaufen ist. Die Dinger, ja, Remote und Link Supply, das ist okay. Hier läuft das auch alles sehr gut. Immer noch. Auf zum Morgen. Natürlich fliege ich einmal wieder um Pudding, ist klar. Hier ist die Mall. Gut, wir brauchen tatsächlich die etwas kleineren. Wenn die hier gebaut, machen wir aber mal so 20. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch ein paar von diesen Schiffchen.
Was ist denn sein Problem hier? Ach, Eisen, okay. Kommt gar nichts mehr an, Over. Eisen ist komplett leer. Jetzt drehen sich die Dinger. Gut, okay. Aber das meine ich, der Sinn. Der Sinn war, uns hier weiter zu gönnen. Von denen nämlich. Und von denen. Und von denen. Huch. Zusätzlich brauche ich keine Windturbinen. Huch, mehr. Oh, Wind. Okay. Hab ich nochmal ein Dings bekommen. Von den Dingern brauche ich ohne Ende. Was kann ich dafür weghauen, genau? Diese Dinger hier. Und Windturbinen bei aller Liebe. So, dann brauche ich noch 100 von diesen hier. Das läuft. So, der kam weg. Hier alles Litter weg. Die habe ich genug. Hier habe ich jetzt erstmal noch ein paar. Sieht gut aus. Obwohl ich glaube wahrscheinlich auch noch nicht genug. Egal. Ich dachte noch, die Sorter glaube ich sind noch nicht ausreichend. Ich weiß noch, wie ewig ich dahin geflogen bin. Ja, moin. Und die Jungs gleich am Aufwachen. Rrrr, machen die Jungs. Perfekt. 100 rein. Hier fertig, weiter geht's. Noch mehr Mining Speed. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Da rein. Boom. Hier hin. Kurz warten. Ich habe schon wieder alle weg. Ne, von dem. Oh, Sorter Mark 2. Habe ich mitgenommen, glaube ich. Das war nicht so nice. Fehlen sehr viele Sorter. Ja, es fehlen sehr viele Sorter. Gut. Jo, eigentlich nur Sorter. Und dann brauchen wir natürlich noch am Ende des Tages, wenn ich immer so reingucke, 240 von diesen Dingern. Auch nochmal. Oh my God. Die brauchen halt zwei Sachen. Oh, die Dinger und die Dinger. Denn erstmal zurück. So, wir haben es jetzt halbwegs gebaut. Ich werde jetzt an der Stelle mal Schluss machen, liebe Leute. Einfach und in der nächsten Folge bauen wir das mal weiter. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt, ne? Aber ich finde es gut. So, warte, wo ist jetzt Rescher 3? Ui, das ist einfach sehr schnell. Wir sind auch schon directly vor der Mall. Und ich brauche Sorter. Sonst kriege ich durch. Aber wir haben keine Sorter. Nur diese Pimmel-Sorter. Die aber eigentlich ausreichen würden, ne? Sagen wir mal ehrlich.
Das ist eine Ding hier mit seinem Motorteil. Ja. Okay, Leute, herzlichen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal am Donnerstag, wenn ihr mögt. Und dann geht's weiter mit dem riesen Prozessorbild. Und danach sollten wir genug haben für die Dyson Sphere. Also bis dahin, macht's gut, ihr Lieben. Lasst euch nicht ärgern. Euer Tschüss.